Hallo Cutinators! Weil Joanna und auch viele von euch absolute K-Pop-Fans sind, machen wir endlich ein Video mit BT21 Do-It-Yourselfs für die ARMY. BTS oder auch die Bangtan Boys sind super bekannt und haben jetzt ihre eigenen Produkte mit diesen süßen Charakteren. Jede dieser Figuren repräsentiert ein Bandmitglied. Ihr liebt Jimmy und Cookie und daher haben wir beschlossen, diese zuerst zu machen. Und da Koya Joannas Liebling ist, mussten wir natürlich auch ein Do-It-Yourself mit ihm machen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Charaktere wir als nächstes machen sollen. Es gibt noch Tata, Van, RJ, Shuki und Mang. Falls du noch kein Cutinator bist, dann vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und uns auch auf Instagram zu folgen. Lasst uns mit dieser Jimmy und Cookie Handyhülle beginnen. Dafür verwenden wir Paper Clay bzw. Papierton von der Seite banggood.com. Die haben wir auch unten verlinkt. Dieser Ton ist super fluffig und unglaublich preiswert für die Menge, die man bekommt. Der einzige Nachteil ist, dass dieser Ton etwas schneller als andere Marken trocknet und fest wird. Also müsst ihr schneller arbeiten und nicht vergessen, den geöffneten Ton mit feuchten Tüchern zu überdecken. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir Acrylfarbe verwendet, um den Ton in ein stärkeres Gelb zu färben. Formt nun ein Stück von dem Papierton zu einer Kugel und drückt es ein wenig flacher, indem ihr es gegen eine Oberfläche drückt. Nun den Ton ein wenig ovaler formen und macht mit dem Zahnstocher zwei Markierungen an den Seiten, genau in der Mitte der ovalen Form. Jimmys Kopf ist etwas länger auf der einen und flacher auf der anderen Seite. Nun verwendet ihr einfach eure Finger, um den Ton so zu formen. Hierfür ganz einfach die ganze Form gegen den Tisch drücken, um so die Form zu verändern. Legt den Ton nun auf die Handyhülle und überprüft, ob die Größe so für euch passt. Verwendet etwas Wasser, um die Oberfläche zu glätten. Durch die klebrige Oberfläche des Tons bleibt diese Form nun auf der Handyhülle ein wenig kleben. Als nächstes nehmt ihr braunen Paper Clay. Wenn man Farben in weißen Ton mischt, ist es wirklich schwer, eine schöne dunkle Farbe zu bekommen. Aus diesem Grund ist es immer empfehlenswert, etwas dunklen Ton bei Hand zu haben. Trotzdem mussten wir immer noch recht viel schwarze Farbe verwenden, um den richtigen Farbton für Jimmys Ohren zu mischen. Formt nun eine Tropfenform und befestigt diese an der richtigen Stelle. Die dunkle Farbe färbt vielleicht auf eure Finger ab, daher seid jetzt besonders vorsichtig, dass ihr keine Flecken auf den gelben Ton bekommt. Mit ein wenig Wasser könnt ihr das Ganze ebenmäßig auf dem anderen Paper Clay befestigen. Jetzt nehmt ihr ein kleines Stück vom weißen Ton, formt dieses oval und befestigt es auf dem Gesicht. Diesen Ton einfach glatt streichen, sodass er ebenmäßig auf dem Gesicht aufliegt. Wir haben jetzt etwas schwarze Acrylfarbe für die Details verwendet. Wie immer verwenden wir einen Zahnstocher anstatt einem Pinsel, weil wir besonders dünne Linien malen wollen. Ihr könnt hierfür sogar eine Nadel verwenden. Wir finden es einfacher, eine Tupftechnik zu verwenden, denn das hilft, in der Linie zu bleiben und genau zu arbeiten. Als letztes mit Rosa die Zunge anmalen und fertig. Lasst uns jetzt mit Cookie weitermachen. Auch hier färben wir den Ton wieder und verwenden Acrylfarbe, um das perfekte Rosa zu bekommen. Wie immer ist es eine gute Idee, bei diesem Schritt Handschuhe zu tragen, denn sonst färbt ihr eure Hände definitiv mit der Acrylfarbe Pink ein. Knetet das Ganze gut durch, bis die Farbe gut mit dem Paper Clay vermengt ist. Im nächsten Schritt formt ihr eine Kugel und drückt diese leicht zwischen euren Händen auf den Tisch. Cookies Form hat eine leichte Tropfenform, also drückt auch den oberen Teil mit euren Händen leicht nach innen und verwendet dann Wasser, um die Oberfläche zu glätten. Formt nun etwas Ton zu einem Ohr und verwendet eine Schere, um eine Seite abzuschneiden. So habt ihr eine flache Oberfläche, die ihr viel leichter an dem Kopf befestigen könnt. Das zweite Ohr macht ihr etwas dünner und länger. Dann biegt ihr es etwas, um Cookies Markenzeichen Ohr zu bekommen.
Sobald es gefaltet ist, sollten die Breite und Tiefe mit dem anderen Ohr zusammenpassen. Schneidet nun wieder eine Seite ab und befestigt das Ohr mit etwas Wasser. Wir würden euch empfehlen, mit einem Zahnstocher über alle Risse zu gehen, dass die Oberfläche auch wirklich perfekt sitzt und richtig professionell aussieht. Jetzt nehmt ihr ein kleines Stück weißen Paperclay. Dieses Stück ist tatsächlich wirklich viel kleiner, als ihr vielleicht auf den ersten Blick denkt. Schneidet nun ein Ende ab und befestigt es mit Wasser auf der Innenseite des Ohrs. Ein weiterer Vorteil dieses Tons ist, dass man Staub oder Dreck recht einfach mit Wasser entfernen kann. Bei allen anderen Arten von Papierton kann das schon ein wenig schwieriger sein und man muss Reinigungsalkohol verwenden, um die Oberflächen zu glätten. Im letzten Schritt verwenden wir wieder schwarze Acrylfarbe, um die Details aufzumalen. Jetzt könnt ihr die Teile herumbewegen und schieben und sehen, wie oder wo sie am besten liegen würden. Vergesst nicht, dass jede Art von Kleber auf Handyhüllen haftet. Das hängt aber oft davon ab, ob es sich um eine Plastik- oder Silikonoberfläche handelt. Egal welchen Kleber ihr verwendet, testet ihn, nachdem er getrocknet ist, um sicherzugehen, dass alles auch wirklich gut befestigt ist. Ihr solltet die Figuren nicht unbedingt als Popsockets verwenden, weil dadurch können sie wesentlich leichter brechen. Ihr könnt natürlich auch diese Figuren nicht auf eine Handyhülle kleben, sondern einfach als Anhänger, Glücksbringer oder Deko-Gegenstand verwenden. Also, hier ist unser Jimmy und Cookie Phone Case. Es ist wirklich unglaublich süß geworden und mit Sicherheit ein tolles Geschenk für alle Army. Als nächstes machen wir unser Koja-Plüschtier. Um dieses zu machen, braucht ihr eine blaue, flauschige Socke. Nehmt eine Handvoll Füllwolle und drückt diese bis vorne zu den Zehen bei den Socken. Bewegt diese Füllwolle so lange herum, bis ihr eine ovale Form wie diese hier habt. Im nächsten Schritt schneidet ihr die Enden ab. Nun nehmt ihr etwas Faden und näht ganz einfach entlang dieser Öffnung. Wir zeigen euch hier einen kleinen Nähhack, wie ihr das Ganze nun schneller miteinander vernähen könnt. Wenn ihr einen Knoten am Ende eures Fadens macht, sodass es auch wirklich hängen bleibt, könnt ihr mit einfachem Festziehen das Ganze verändern. Als nächstes geht ihr mit Nadel und Faden noch einmal drüber, um sicherzugehen, dass alles auch wirklich gut verschlossen ist. Den Faden könnt ihr verstecken, indem ihr mit dem Nadel und Faden einfach quer durch die ganze Plüschform durchsteckt und dort dann wirklich knapp an der Oberfläche abschneidet. Fertig ist der Ball, der keine sichtbaren Nähstellen hat. Nehmt nun den übrig gebliebenen Socken und zeichnet zwei Kreise darauf. Verwendet den Teil an der Ferse als Vorlage. Das gibt euch eine gute Vorstellung davon, wie groß der Kreis schlussendlich sein soll. Wenn ihr nun mit der Schere ausschneidet, schneidet ihr quasi zwei Kreise auf einmal aus. An den verbundenen Stellen natürlich auch auseinanderschneiden und fertig sind die zwei Kreise. Nehmt nun einen der beiden Kreise und näht locker entlang der Kanten mit einem Faden. So habt ihr wieder das gleiche Prinzip wie zuvor, nehmt ein wenig Watte und zieht an dem Faden fest, so dass sich das Ganze wie ein kleiner Ball verschließt. Es ist überraschend, wie viel Füllung tatsächlich in diese kleinen flauschigen Socken hineinpasst. Sobald alles verschlossen ist, vernäht ihr die Öffnung wieder, um sicherzugehen, dass es auch wirklich super verschlossen ist. Diese Technik, um einen perfekten Ball zu machen, ist wirklich super einfach, braucht aber manchmal vielleicht ein wenig Übung, bis es wirklich perfekt funktioniert. Als nächstes sucht ihr euch eine gute Position für Kojas Ohren und näht diese an, indem ihr abwechselnd auf beiden Seiten näht. Hier seht ihr das Ganze nochmal in der Nahaufnahme, damit ihr euch wirklich leicht tut, das Ganze zu vernähen. Wir haben uns auch überlegt, die Ohren abnehmbar zu machen, so wie das bei Koja ja der Fall ist, aber das wäre viel zu kompliziert gewesen. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt etwas weißen Stoff und schneidet zwei kleine Kreise daraus aus. Wir haben uns hier für weiße Socken entschieden, einfach weil wir wollten, dass es ein ähnliches flauschiges Material ist. Schneidet sie so zurecht, dass sie eine perfekte Kante haben, die wirklich auch gerade ist, denn so sieht das Ganze noch hübscher und authentischer aus.
Alternativ könnt ihr hier natürlich auch ganz einfach weiße Stofffarbe verwenden und das Ganze aufmalen oder ihr nehmt zwei weiße Filzstücke und klebt das auf die Ohren auf. Dasselbe gilt auch für Koyas Nase. Falls ihr lila Stoff haben solltet, schneidet diesen einfach auf oder näht oder klebt ihn auf. Wir wollten die Nase allerdings etwas dreidimensionaler gestalten und haben uns deshalb für Nadelfilzen entschieden. Wir haben bereits ein paar Videos mit Nadelfilzen gemacht, da wir einfach riesige Fans davon sind. Die sind jetzt rechts oben verlinkt. Rollt ein Stück von der Wolle zusammen und stecht mit der Nadel darauf ein, bis es eine richtig hübsche Eiform wird. Wir werden jetzt die Nase mit demselben Nadelstich befestigen, den wir auch bei den Ohren angewendet haben. Und zum Verstecken vom Faden dann auch wieder durchstechen und einfach auf einer anderen Seite abschneiden. Um Augen und Mund zu machen, verwenden wir schwarzen Filz. Den schneiden wir aus und kleben ihn fest. Hier verwenden wir herkömmlichen Bastelkleber und das hält richtig toll auf dieser Oberfläche. Fertig ist das Koya-Plüschtier. Die Figuren und Charaktere von BT21 sind so entzückend und wir finden es echt toll, was sich die Bangtan Boys hier überlegt haben und wie absolut entzückend diese Figuren geworden sind. Wenn auch du ein Fan von K-Pop bist, dann schreib uns ganz einfach unten in die Kommentare, welche Figur wir als nächstes selber machen sollen oder welches Do-It-Yourself du gerne sehen würdest. Wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen und vergiss es nicht, mit anderen Mitgliedern der ARMY zu teilen. Folg uns außerdem auf Instagram unter cutelifehacks.de und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Danke euch vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal!